Meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um die Mel. Denn es wurde schon ganz oft ein Detailvideo zu Mel gewünscht. Und deswegen wollte ich euch heute einfach meine kleine Prinzessin zeigen. Die ist der Bowser's Evangeline von Laura Lee Eagles. Und genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Genau, das hier ist die kleine Mel. Und wir packen sie jetzt erstmal wieder aus. So wie immer. So, die kleine Mel hat noch eine Stoffwindel an, die behält sie natürlich an. Und die kleine Maus hat einen Stoffkörper, sie hat 4/4 Arme und Beine, das heißt, sie kann auch kurze Sachen tragen. Wie ihr seht, man sieht hier den Stoffkörper nicht. Genauso kann sie auch kurze Bodies tragen, denn man sieht auch das nicht. Genau, ich würde sagen, fangen wir wieder unten bei den Beinchen an. Ich gehe mal hier so ein bisschen in die Sonne, damit ihr das alles seht. Also zum einen seht ihr hier die gute Färbung, halt dieses babyartige, gepunktete sozusagen, was ich immer meine. Halt diese ganz normale Färbung. Sie ist ein relativ heller Hauttyp, was ich auch relativ gut finde. Sieht halt aus wie so ein kleines Baby, was so 2 Wochen alt ist ungefähr. Also hier seht ihr die Färbung. Hier seht ihr eine Ader schon. Adern hat sie wirklich viele und auch schöne Adern. Genau, die Knie sind so ein bisschen rot, was ich auch sehr schön finde. Die ganzen Falten sind gut betont mit so ein bisschen Rot. Das finde ich auch sehr schön. Und genau, die Füße sind einfach ein Traum. Ich finde, die sehen richtig real aus. Also das kann die liebe Beatrix Bungert wirklich, wirklich gut. Ich versuche euch mal ihren Instagram-Account unten zu verlinken. Oder eher gesagt, ich versuche mal ihren Facebook-Account unten zu verlinken. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, weil die Füße sind wirklich toll. Und die liebe Beatrix kann wirklich gut an Details arbeiten, was ich wirklich richtig, richtig gut finde. Also hier sieht man auch, dass sie ganz viele Adern hier hat, ganz kleine. Und dass genau diese Hautfalte hier richtig krass betont. Das finde ich richtig, richtig schön. Genau. Und auch hier die Zehen sind richtig schön gemacht. Und sieht halt nicht so doll und zu krass aus, sondern einfach so richtig babyartig. Die kleine Fuß, genau. Und das sind so ihre Beine. Total süß, wie ich finde. Andere sieht genauso aus. Genau. Und dann kommen wir schon zu den Armen und Händchen. Ich finde diese Hand ist auch sehr schön gemacht, aber ich finde die andere Hand noch schöner, aber die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Also hier hat sie auch ganz viel mit Detail gearbeitet, erst recht an den Nägeln. Also Nägel kann sie wirklich, wirklich gut. Das ist echt unglaublich. Das würde ich auch gerne so gut können. Genau. Also die Nägel sind wirklich schön. Und allgemein, die Hände sind auch schön. Die Haut ist hier wieder genauso wie bei den Beinen so ein bisschen gefleckt und die Ellbogen halt so ein bisschen rötlicher. Und auch wieder die Falten ein bisschen betont. Genau, aber die Hand finde ich richtig, richtig schön. Genau, aber noch viel schöner ist die andere Hand. Weil die sieht wirklich richtig real aus, finde ich. Die ist einfach ultra krass. Die Nägel sind wirklich, wirklich schön. Ich finde, das sieht einfach aus wie ein echtes Baby. Und das sagt mir irgendwie jeder. Also ich kenne viele Evangeline-Bausätze, die ja die gleiche Hand haben, aber keiner sieht so echt aus wie diese Hand. Und ich finde das einfach richtig verblüffend. Ja, ich liebe diese Hand und ich stelle die Hand auch gerne in Szene auf Fotos und so. Auch von dieser Seite ist sie total schön. Also echt ein Traum. Genau, und sonst der Arm halt genau wie die anderen Teile alle. Genau. Auch sehr schön. Also hier hat sie auch ganz viele Falten, die so hervorgehoben sind. Das finde ich auch sehr schön. Genau. So sieht das ganz aus. Bei der kleinen diesen Mel-Maus. Und dann kommen wir zu ihrem wunderschönen Gesicht, weil dafür werde ich auch immer gelobt. Obwohl es nicht mein Baby ist, was ich selber gemacht habe, aber alle bewundern mich wegen diesem Baby. Genau. Also ich würde sagen, fangen wir mit dem Ohr an, weil ihre Ohren sind genauso krass wie die Hand. Also wir haben hier genau hier drinnen diesen roten Schatten und das ist einfach 1:1 perfekt in dieses Ohr eingearbeitet, finde ich. Und dann geht das hier oben so weiter und dann hier so am Rand. Also alles, was sozusagen Schatten wirft,
hat sie auch als Schatten gemalt und dennoch so ein bisschen mit so einem Glanzlack, damit es so ein bisschen feucht aussieht. Also echt wunderschön, die Ohren sind echt ein Traum. Die Falten hier unten am Hals sind auch wieder betont. Und das andere Ohr sieht natürlich genauso aus, auch total schön. Dann hat die kleine Maus ein richtig schönes Haarpainting. Ganz schlichtes blondes Haarpainting. Auch total süß. Und dann ist nur noch ihr Gesicht. Sie hat ein ziemlich rundes Gesicht, was mir nicht so gefällt, aber es ist ja der Bausatz, liegt ja nicht am Künstler. Genau. Ihre Lippen finde ich ein bisschen zu rosa, deswegen trägt sie gerne einen Schnuller. Das finde ich ein bisschen zu doll. Aber sonst hat sie wirklich ein schönes Gesicht, schöne Augenbrauen. Die sind nämlich richtig schön gemacht. Da seht ihr das, wie präzise die gearbeitet worden. Das finde ich echt schön bei so Babys. Das ist auch ganz wichtig, dass die präzise gemacht werden. Hier hat sie rote Wangen. Rote Wangen, die auch so ein bisschen so ein Punktemuster haben, was ich auch sehr schön finde. Die andere Wange natürlich auch. Und hier oben hat sie auch noch so einen Fleck. Alle meine Babys haben hier oben einen roten Fleck irgendwie. Genau, und hier hat sie auch noch so ein bisschen blauen Schatten, finde ich auch sehr schön. Das betont das nochmal. Und die Augen sind wieder rot in den Vordergrund gesetzt, finde ich auch sehr schön. Genau, ich finde einfach, bei Mel passt einfach alles. Und genau, das ist unsere kleine Mel-Maus. Ja, meine Lieben, das war dann schon unsere kleine Mel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr kennt jetzt die kleine Maus Nakidai. Und genau, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.